Ja, hallo, neue Folge Plattenfroster Television, Folge 24. Heute mit der Axt aus dem Archiv und auch auf der Bühne. Hey Plexe, was machst du denn da? Aloha Stefan, freut mich auch, sehr sogar. Ja, schön. Ja, ich bin heute erst mal dabei. Ich bin ja sonst eher Instandhaltung. Ist das so? Ja, eigentlich bin ich fast jeden Tag hier, aber erstes Mal vor der Kamera. Ja. Ich freue mich tierisch drauf. Genau. Ja, erstes Mal, das ist so die Frage. Wir haben hier, heute fangen wir direkt mit einer Quizfrage an. Könnt ihr die Tasten hauen? Dann sehen wir erstes Mal, ob ihr schon von Anfang an auch schön zuschaut. Und dann ist so, wie oft ist Plexi schon in der Sendung aufgetreten? Wer die richtige Anzahl von Auftritten weiß, der gewinnt. Was gewinnt der denn, die Person? Die Person gewinnt einen fabelhaften Tag mit mir im Phantasialand. Das ist doch mal eine Ansage, ne? Kennt ihr das Phantasialand? Starke Sache. Ecke Ruhrpott, ne? Ecke Ruhrpott, ja. Ja, genau. Da komme ich her. Jetzt bin ich hier. Also mal nachschauen. Und ansonsten, was geht heute? Was geht heute? Wir haben heute richtig Druck auf den Tank. Ich habe richtig Bock. Es geht los mit We Sleep. Dann gibt es das Radargespräch mit Mo vom Fischkopf und Ralf vom legendären Dreschfest. Dann gibt es nochmal richtig Dampf aus dem Archiv. Und am Ende sind AFK noch am Start. AFK, Arbeit, Familie, Konsum oder was war das? Nee, das kommt nachher erst so, ne? Das kommt nachher, ja. Genau. Ja, ansonsten, wer heute zum Beispiel zum ersten Mal zuschaut, so 24 Folgen, das heißt, es gibt ein paar vorher. Heute ist Hardcore, Power Violence, Grind und der ganze Spaß, D-Beat und so am Start. Wir hatten schon völlig andere Nummern hier. Im letzten Monat war viel Jazz und so weiter. Schaut mal gerne nach auf YouTube, auf MS Stubnitz 701. Findet man uns und da ist eigentlich alles am Start. Und ansonsten würde ich sagen, nicht lange schnacken, oder? Dampf auf den Kessel. Genau, viel Spaß. We sleep, ab geht's. Und ein Dorf, wer du bist, was bist du? Sondern von den Steinen des Gefeindes und denen die Wände ganz oben zerfällt. Lange! Wer da dort vom Leben ist, siegen! Yeah!
Ja, moin, schönen guten Abend an alle Menschen, die jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzen und sich das hier reinziehen, die ihren Ohren heute was Gutes tun wollen. Ja, vielen Dank ans Orga-Team hier von der Stubnitz und alle. Ja, wir sind We Sleep aus Hamburg. Wir machen Fastcore, deswegen geht es jetzt auch schnell weiter. Nächster Song, wer kann, der hat. Nächster Song heißt Ausgebrannt. Ausgebrannt. Yeah.
Jo, wir haben mal durchgerechnet, wir hatten vor 15 Monaten unseren letzten Auftritt. Das ist verdammt ewig her. Wer hätte damals geahnt, dass wir monatelang nicht proben können, nicht live auftreten können. Von daher ist es umso schöner, endlich mal wieder spielen zu können. Und ja, in dem Sinne geht es auch weiter. Nächster Song heißt Kontraproduktiv. Schon auf der Zielgeraden. Wir haben jetzt 14 Songs gespielt. Ich hoffe, das habt ihr bestimmt mitgezählt da zu Hause auf dem Sofa. Zwei haben wir noch. Ich würde aber sagen, vielen Dank nochmal an das Orga-Team hier und alle lieben netten Menschen. Ich hoffe, alle, die uns jetzt sehen, können uns hoffentlich irgendwann bald mal wieder live sehen und uns mit Bier bespritzen und voll stinken und alles. Zwei haben wir noch. Nächster Song. Life's bad!
sind alle da. Jo, das war gerade das kürzeste Set, das wir hier bisher bei Plattenfrost Live hatten, von We Sleep. Wir haben scheinbar auch gerade ein bisschen nochmal Geschwindigkeit rausgenommen. Gerade Growskin, Du sollst bersten gesehen, 2012 in Rostock gespielt. Ja, und jetzt sitzen wir hier so in so einer, in dieser Runde, die wir hier eingerichtet haben seit Plattenfroster. Ralf von We Sleep, der Drummer, ist am Start. Schön, dass du da bist. Ralf, hi. Und Mo, du bist, spielst am Bass bei AFK. Genau. Und ansonsten ist auch noch einiges im Laufen. So, du machst das Thrashfest, du machst Flower Violence Records, spielst in anderen Projekten. Du bist bei Fischkopf Plattenladen am Start. Ich würde mal sagen, wir können jetzt hier mal eine gemütliche halbe Stunde, 40 Minuten vor uns hinschnacken und immer, wenn wir keinen Bock mehr haben, ballern wir irgendwas aus dem Archiv raus. Wir haben Zeug vorbereitet, wisst ihr ja so, ne? Ja, genau. Klingt gut. Ja gut, wir hatten ja vorher kurz gesprochen, auch wegen Sachen aus dem Archiv. Ja. Growskin eben finde ich mega, weil haben auch schon zweimal auf dem Thrashfest gespielt, auch wenn es jetzt nicht so die krasse, schnelle Ballerband ist, aber das lockert dann nach so einem Nachmittag mit ca. 14 Ballerbands immer wieder mal ein bisschen auf. Das ist ganz cool. Keine Ahnung. Ballerbands machen ist ja generell in Hamburg schon ein Stil, ne? Ja, genau. Also es läuft halt hier schon länger. Und, es gab extrem gute, schnelle Bands aus Hamburg. Ja. Es gibt auch immer wieder neue. Und deswegen finde ich es total super, jetzt heute Abend hier zu sein und irgendwie über schnelle Sachen zu sprechen. Ja. Hier auf der Stubnitz war ich schon zweimal mit meiner Band Attack of the Mad X-Men. Das war ein mega Highlight. Deswegen total geil, hier nochmal zu sein, auch in diesem Format heute. Ja. Wie gesagt, wir haben es nicht viel vorbereitet. Ich bin gespannt, wo wir hinlanden. Ja, wo wir landen werden. Ne? Wir haben ja schon so einen Haufen Brain reingesteckt, eigentlich auch so. Ja. Also hintenrum durchs Auge quasi. Genau. Ja, zum Thrashfest kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Beziehungsweise 14 Bands, zwei Tage. Nee, circa 20 Bands, zwei Tage. Ja. Freitags meistens ein bisschen weniger, so zwischen 6, 7 Bands. Samstags dann nach irgendeiner blöden Spielerunde nachmittags, zuerst haben wir Fußball gespielt, dann haben wir so eine Art Brennballturnier jetzt immer gemacht und dann ab 16 Uhr gibt es Krach bis nachts um 12. In der Regel so 14, 15 Bands auf dem Samstag. Ja. Jede Band darf nur 15 Minuten spielen. Ja, da habt ihr es im Vorfeld davon, ne? Ihr habt einen Counter. Genau, wir haben einen Counter, jede Band darf nur 15 Minuten spielen. Der Counter läuft dann hinter der Band praktisch über Beamer rückwärts und bei Null ist halt einfach Schluss. Bei Null wird der Strom abgestellt oder was? Ja, nee, so krass sind wir da nicht, aber die Bands halten sich super dran. Ja. Es gab mehrere Bands, die auch das echt üben, auf die Null dann wirklich fertig zu sein. Also, siehst du ja, wie der Schlagzeuger so mit einem Auge irgendwie so versucht ist, auf diesen Beamer zu gucken und dann irgendwie auf die Null stoppt. Ja, das ist super. Und ich persönlich bin ja der Meinung, so eine schnelle Krachband kann man sich eh nicht länger als 15 Minuten angucken. Das finde ich auch. Dann ist irgendwie die Luft raus. Ja, nach spätestens 20 Minuten ist auch, ist auch ein gutes Set vorbei. Ja, also ein guter Punkt. Gerade bei schnellen Bands. Ja. Das kann auch schnell anstrengend werden, wenn das zu lange geht. Ja. Aber wie ist das, ihr spielt heute ja mehr als 15 Minuten? Wir spielen heute 18 Minuten, glaube ich. 18? Also okay. Bisschen über die 15 rüber, aber ich glaube, man kann es noch aushalten. Ja, genau. Ja. Was, wurde angekündigt, ihr nennt euch selber, was macht ihr stylmäßig? Ist das Fastcore? Ja, Fastcore, es gibt ja diese tausende Subkulturen innerhalb dieser Hardcore-Szene, Power Violence, klar, diese Grindcore-Geschichten, die ganzen Zwischensachen. Wir haben uns irgendwann auf Fastcore geeinigt, weil es ist schnell, es ist irgendwie Hardcore, dann passt zusammen. Genau. So festlegen finde ich eh meistens ein bisschen schwierig. Das ist eigentlich doof, macht man aber ständig, ne? Ja, wenn man es selbst nicht macht, dann wird man festgelegt. Ja. Das ist bei euch auch. Man wird immer irgendwie reingesteckt. Ihr seid jetzt das, ihr seid das. Ja. Wo werdet ihr so reingesteckt? Manchmal hört man bei uns Crust, manchmal Hardcore, manchmal Punk. Manchmal hört man auch, dass wir einen Metal-Sound haben. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Je nachdem, glaube ich, auch, was der Zuhörer hauptsächlich so hört und wo er einen dann
reinsteckt. Ne? Ich meine, das ganze Genre ist ja sowieso, also das, was härtere, schnellere Gitarrenmusik angeht, da hast du ja irgendwie so viel tausend Schubladen. Genau, das wird schnell auf abendfüllende Fachgespräche darüber, warum das jetzt nicht mehr das ist, sondern das andere. So. Ich glaube, dass es viel am Gesang liegt, dass die Schubladen viel über Gesang kommen, weil ganz oft sind die Bands, naja gut, es gibt halt einfach nur diese 6 Seiten und diese paar Bünde, die es gibt. Irgendwie wird das dann zusammengewürfelt und es gibt halt irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll schneller Takte. Ja. Und dann kommt der Gesang on top. Und ich glaube, der Gesang macht dann manchmal so ein Genre auch aus. Wenn du jetzt so einen Typ hast, der, oder eine Frau hast, die grunzig über schnelle Musik machst, bist du schnell in diesem Grindcore, weil es gegrunzt ist. Ja. Wenn du aber so einen hast, der schreit oder auch so hoch screamt, dann bist du so von diesem Fastcore-Power-Violence-Ding. Ich glaube, der Gesang macht da super, super viel aus, in welche Schublade man irgendwann rutscht. Mehr als das Riffing wahrscheinlich dann so, oder? Wahrscheinlich sogar, ja. Ja, das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Gitarrensound drauf an. Ja, ne? Also das ist dann, glaube ich, so die zweite Komponente, was was einfach so eine Art von Musik dann definiert. Ne, ob das jetzt super verzerrt ist oder eher ein bisschen cleaner gespielt ist und nicht ganz so fett. Und was halt, glaube ich, was ganz viele Leute nicht checken, also die drin sind, die ja sowieso, aber das, wie tight das eigentlich ist, also es ist ein sehr, ich sag mal, trainingsintensives Metier irgendwie so, also wenn du da nicht regelmäßig probst und on tight, du sagst hier, manche üben dann direkt auf 15 Minuten straight on auf den letzten Schlag zu kommen so. Das machst du ja nicht, wenn du irgendwie ab und zu mal im Proberaum abhängst und nur Bier säufst oder sowas. Ja, genau. guter kleiner Einspieler wäre vielleicht jetzt Bolzen. Die waren bei uns, ich muss nachschauen, aber es steht eben auch drunter. Versteint heißt der Track von 2007 Rostock. Ganz kurz einmal reinschieben, oder? Ja, klar. Ja, okay. Gerne. Das war Bolzen, ziemlich geil. Auch hier, wir sind hier wie Sleep AFK. Was heißt eigentlich AFK? Für was steht das und warum ist kein Punkt hinterm K? AFK, ja, was heißt das? Das ist eine gute Frage. Der ursprüngliche Gedanke war AFK Kill, als eine Beschreibung von einem Wutausbruch auf Comicsprache. Ja. So nach einer Zeit merkt man dann auch, dass es nicht unbedingt nur ein Wutausbruch ist. Also es gibt auch andere Sachen im Leben. Deswegen haben wir uns jetzt auf die Abkürzung AFK zurückgezogen, mehr oder weniger. Und es ist eine weitere Bedeutung, das ist erstmal noch offen. Ja, okay. Und der Punkt ist aber raus hinten, was ist scheinbar, oder? Genau, das ist scheinbar so ein Ding. Eine Anspielung an GBH, die alte englische Hardcore-Band. Ja. Genau. Das ist auch was mir so szenemäßig, oder wenn man da eine Weile mal selber unterwegs ist, unheimlich viele Referenzen, die gemacht werden, so, also untereinander. Ja. Da wird heftig das Spinnnetz gemacht zu allen anderen, da wird mega connected und irgendwie ständig auch was Altes rausgezogen und wieder neu verwurschtelt. So. Ist das bei einem deiner Bands auch irgendwo der Fall? Oder We Sleep, warum? Also ich meine, ihr spielt relativ schnell durch und so. Ja, We Sleep, ursprüngliche Bassist und ich, wir sind so Filme-Freaks, also gerade so alte John Carpenter und so weiter. Ja. Und lieben diesen Film, sie leben.
Und die Band They Live gab es halt schon in den 90ern. Ja. Und irgendwie, keine Ahnung, sind wir aber auf diesem Thema hängen geblieben. Auch diese, ja, diese Idee mit dieser Brille und so weiter. Ich habe gesagt, ja, okay, wenn es They Live schon gibt, dann müssen wir halt We Sleep sein. Ja. Und irgendwie, ja, so Bandnamen sind ja auch so ein Problem. Mega. Irgendwann hat man das Gefühl, es gab halt schon alles. Ja. Es gab schon jede Idee. Ja, es ist brutal schwierig, einen richtigen Bandnamen zu finden. Es gibt nichts Geiles mehr, was nicht schon da war. Ja, und irgendwann wird dann das genommen, was der meiste Konsens ist. Ja, ja, ja. Und da war es halt so. Bei anderen Bands, nee, ich glaube, so richtige Anleihen an andere Bands gibt es dann später mit Layouts und so weiter bestimmt, ja, und einen Liedertitel oder so weiter. Aber bei den Bandnamen bisher nicht. Okay. Ja, Take Off mit X-Men, das war eher so ein anderes Problem, dass wir auch keine Idee hatten. Und da gab es ja diese Idee mit diesem Tier, ne, was du da drin bist. Also wenn man dieses Tierkonzept, dieses Tierrechtskonzept, Trainer, ja, und Tierkostüm und so weiter auf und hat da eine super geile Idee mit von wegen, die Tiere kommen aus dem Wald und praktisch erobern die Menschenwelt und. Da ist gar irgendwie keine Idee zum Namen dazu. Und irgendwann ist mir dieser Michael Schenker Group Song Attack of the Man auf dem X-Men über den Weg gelaufen. Ja. Und ja, oftmals sind ja so Zufälle, ja, dass dir irgendwas, ja, über den Weg läuft, dass keine Idee, wo du jetzt was herzauberst. Ja. Und plötzlich läuft dir irgendwas über den Weg und alle sagen, ja geil, das ist es. Ja. So, und gerade bei Attack of the Mad X-Men, wenn du sagst, so, keine Ahnung, so Tierrechts, auch so eine ethische Nummer so ein bisschen, ist das schon auch so eine, ist das eine Message-Band dann so ein bisschen oder? Eine Kostümband oder? Ja, ist eine Kostümband auf alle Fälle. Message steckt irgendwo dann auch drin, ja, aber es ist natürlich auch viel Augenzwinkerei. Ja. Zum einen ist schon, das ist halt richtig Grindcore, das ist halt ein Blinker schnell und, ja, auch wirklich mit Grundgesang dann. Und zum einen ging es ein bisschen darum, dass wir damals gesagt haben, die ganzen Grindcore-Bands, die sind uns gerade alles so ein bisschen zu ernst. Ja. So, es fehlt so ein bisschen auch der... Du meinst auch so politisch so, ja, voll so... Ja, also politisch ist auch okay. Also ich finde, man, ja, ist ganz wichtig, aber ist dann auch manchmal so ein bisschen Stock im Arsch dann. Ja. Und irgendwie haben wir gedacht, wir müssen irgendwie auch mal wieder was machen, was ein bisschen lustig ist. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Und ja. Und, ja, und irgendwie hat sich das so verselbstständigt. Also es war am Anfang eher so eine Idee. Ja. Und irgendwie wurde es dann schon fast zu einer Art Identität. Ja. Also, ich war selber gar, ja, nicht, also ich kannte das Schiff noch gar nicht, als, ja, ihr hier, ja, gespielt, genau, habt. Genau, so, also, ne, jedes Tier hat, jeder Musiker in der Band hat so seine eigene Tierrolle, ja, die er eigentlich inzwischen noch perfekt auslebt. Welche Tiere spielen, ja, da jetzt dann? Also ich bin eine Biene, ja, mit meiner Wespentaille war das einfach naheliegend. Und dann haben wir einen Schnecker als Schlagzeuger, ja, was bei der Musik natürlich auch super naheliegend, ja, ist, dass, ja, der Schlagzeuger eine Schnecke ist. Der Sänger ist eine Schildkröte. Ja. Und dann gab es ein paar Wechsel in den Gitarren. Also aktuell gibt es ein Uhu. dann gab es noch einen Hase. Und der ein Eichhörnchen, glaube ich, auch. Eichhörnchen, ne, hatten wir, ja, ganz genau. Der ist aber jetzt weggezogen. Ganz am Anfang gab es einen Waschbär. Ah, wow. Der war auch, genau, da kam das Eichhörnchen, dann der Uhu. Dann bin ich so ein bisschen raus, weil einfach wenig Zeit. Und dann, mhm, kam der Hase noch dazu. Dann haben wir mal mit zwei Gitarren gespielt, mal der Hase dann Bass gespielt, wenn ich nicht konnte und so, ja, weiter. Ja, momentan liegt das so ein bisschen auf Eis. Mal gucken, wie sich das dann nochmal, ja, reaktivieren lässt. Ich habe gehört, es hat mir auch im Vorfeld, was heißt, ich habe gehört, wir haben das, du hast es auch erzählt, irgendwie, du hast ja auch beim Tatortreiniger zwei Tracks im Auto habt. Ja, genau, das war auch so eine lustige Idee. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, das Schlagzeuger so angerufen. Ja, irgendwie NDR oder wer das ist, hat angerufen, sie hätten gerne mal so ein Ballerband irgendwie im Tatortreiniger verwurstelt und der hätten es mal live gesehen und fand das total super. Und, ja, und dann gab es halt irgendwie so eine Szene, wo halt so ein Typ in so einem Auto gefangen ist und die ganze Zeit läuft Attack of the Mad X-Men über so ein ganz altes Tape-Deck und er will einfach nur diese Musik ausmachen, weil er es einfach nur ganz schrecklich findet und kommt halt irgendwie nicht an dieses Radio ran, weil er sich halt mit dem Gurt irgendwie verfangen hat. Und, ja, war cool. So. Ja. Ey, dann würde ich auch mal sagen, so, next point, Hase is just a four-letter word. Auf alle Fälle. Das habt ihr, ja, 2011 performt, du die Biene, der Rest von der Tiergruppe, dann schauen wir gleich mal an, was Guck da so los ist irgendwie. Bisschen längerer Track sogar, 3 Minuten irgendwas, aber ich glaube, der wird auch davor gelabert. Ja, ich glaube, die Einführung hat ein bisschen gedauert. Ja. Also viel Spaß bei Attack of the Mad X-Men aus dem Archiv. Nee, Leute, so leicht ist das nicht. Wir machen das interaktiv. Ich stelle euch ein paar Fragen. Wenn ihr eine davon
richtig beantwortet, spüren wir noch was. Okay? Also, wie heißt der Präsident? Irgendjemand? Der Präsident, wie heißt er? Ja, der Präsident, Mann. Hase. Okay. Wie viel ist 3 plus 1? Ha, knapp daneben. Hase. Hauptstadt von Polen? Hase, richtig. Okay, das nächste Lied heißt Hase is just a four-letter word. Und das heißt, I hope you die in a forest fire. Okay, danke schön, tschüss. Attack of the Mad X-Men und hier rauscht es ordentlich aus den Boxen so. Aber so gehört das auch. Ja, muss ich aber richtig stellen, das waren jetzt 3 Lieder, ne? Ja, genau. Also ein Lied mit 3 Minuten, das braucht ja auch kein Mensch. Ja. 3 Songs. Wir haben teilweise schon Songs, die auf 3-4 Minuten gehen. Ja. Und das ist auch gut. Ist das wegen der Lyrics dann, weil man so viel Text hat? Oder? Ja, wegen der Atmosphäre. Ja. Ja. Also, ja, auch das ist auch gut, wenn sich Songs entwickeln können. Und ja. Dann kann man auch dadurch dann was rüberschicken. Hallo? Sind wir noch da oder was? Ja, Audio von Mo ist weg. Oh, Audio von Mo ist weg, aber wir machen trotzdem weiter und ja. Das wird bestimmt im Hintergrund gefixt oder sowas. Gehe schwer davon aus. Ich frage so lange Ralf was. Ja. wegen Thrashfest und Flower Violence. Betreffst das beides so als Hobby? Ja. Keine Ahnung, also ich mache Konzerte, mache ich gefühlt bestimmt schon 25, 30 Jahre, dass ich Konzerte mache. Und Thrashfest hat sich so entwickelt, ich habe in Moorburg gewohnt, das ist ein bisschen außerhalb von Hamburg. Ja. Der Laden war da, es war ein neuer Kulturverein, der hat sich da aufgestellt, haben die zwar eine ehemalige Schule in die Pausenhalle umgebaut zu so einem Veranstaltungsraum und ich fand das total super und habe um die Ecke gewohnt und dachte, naja, wir probieren das mal. Ja. Gucken mal, ob man da so ein kleines Festival machen kann. Und dann erstmal so nur Freunde gefragt, so Bands, die man halt so kennt. Und es war irgendwie innerhalb von kürzester Zeit, haben alle total Bock gehabt, auch gerade dieses 15-Minuten-Konzept und so. Mhm. Und dann haben wir es halt probiert und es lief total gut. Also
in dem Laden selber, das ist total entspannt, was zu veranstalten. Und es hat einfach super, super Spaß gemacht. Und irgendwie wurde daraus aus diesem, lass mal ein kleines Festival machen, wurde dann relativ schnell so eine Serie, dass das eigentlich jedes Jahr jetzt stattfinden soll. Vor 2 Jahren wäre das 10. gewesen. Auch jetzt wäre eigentlich jetzt, eins. Morgen würde im Prinzip der 2. Versuch des 10-jährigen starten, was auch wieder nicht stattfindet. Und ja, es wurde halt immer größer. Irgendwann wurde es halt 2 Tage und es ist so eine Art, ich weiß es nicht, ich nenne es immer gerne Familientreffen. Also man trifft halt jedes Jahr fast dieselben Menschen, die man sowieso nur 1 oder 2 Mal im Jahr sieht. Okay, bleibt das auch konsistent in der Größe dann so? Oder? Ja. Also es ist nicht so ein wachsendes Ding, wo dann jemand sagt, scheiße, jetzt sind wir irgendwie so... Nee, dann hätten wir irgendwann wahrscheinlich auch Platzprobleme und dann diese Brandschutzbestimmungen und so weiter. Ja. Ich bin ganz froh, dass das ziemlich safe bleibt. Ja. Dann sind irgendwie Leute, die jedes Jahr da sind, ob sie mit ihrer Band spielen oder nicht. Und es ist so ein Treffen von allen Menschen, die irgendwie so hier im Umfeld, sagen wir mal Belgien, Holland, Deutschland, einfach in dieser Musik unterwegs sind und auch meistens selber Konzerte veranstalten. Das ist irgendwie so ein Ding, fast wie so ein Treffen von Leuten, die in Bands spielen oder Konzerte und Festivals veranstalten. Und irgendwie macht es dadurch halt super, super Spaß. Also ich kenne, glaube ich, gefühlt 80% der Menschen, die da rumlaufen mit Namen. Mhm. Und das ist irgendwie, geil. Das ist ein gutes Gefühl. Ja. Und da wir halt auch so, wie gesagt, wir machen ja viel anderen Quatsch. Wir machen eine Blasbiel-Olympiade auf dem Samstag. Grindball hast du schon gesagt. Grindball haben wir gemacht. Das ist so eine abgewandelte Variante vom Brennball. Die Idee war mal auch so eine X-Men-Idee eigentlich gewesen, dass man so ein Brennballspiel macht, eine Band, die auf Tour ist. Also da Brennball, da gibt es ja diese Station, die man so machen hat. Und da ist es irgendwie, man muss im Bus sitzen, muss angeschnallt sein als Safe Place. Dann bauen wir eine Theke auf. Dann musst du auf dem Barhocker sitzen und die Hand auf der Theke haben als Safe Place. Dann gibt es eine Bühne mit einem Mikro und einer Snare. Also wenn du einen Stick in der Hand hast, bist du auch safe. Und einmal die Aktion mit dem Schlafsack, das war ein bisschen kompliziert, dass die Leute in den Schlafsack klettern mussten. Ja. Da waren sie meistens nicht so rechtzeitig safe. Das ist halt so die Idee, wer halt nicht safe ist, wird halt einfach abgeworfen. Es ist halt so Samstagnachmittag, alle irgendwie verkatert und nebenbei wird gegrillt und das ist dann eher so ein Spaß-Event. Ja. Und wie gesagt, und dann gibt es halt ab 16 Uhr die ersten Bands, wobei das finde ich, kannst du halt auch nicht 6-7 Stunden am Stück durchziehen. Ja, wir machen dann irgendwie so um 8 oftmals noch so eine andere Aktion, entweder so ein Vocal Contest oder Blasbeater-Olympiade. Ja. Die hat Lovi in Potsdam damals erfunden, glaube ich. Und da geht es darum, wer kann am schnellsten diesen Blastbeat spielen, 15 Sekunden lang ein Stück. Und extra so ein Pad umgebaut mit Zählwerk und so weiter. Ja, okay. Die Leute stehen total drauf und es lockert halt diesen Tag nochmal auf. Ja, voll. Ja, das finde ich auch, dass bei so kleinen Festivals das immer total wichtig ist, die Leute auch am Nachmittag abzuholen und dann nochmal was zu machen. Und das gibt eine ganz andere Atmosphäre. Ja, genau. Also ja, das ist, ich denke eher allgemein, wir hatten dann auch jetzt gerade hinter Sendung schon das Family Berlin Fest von Martha, von Matrone, die da mit am Start ist, mit Jakob, die eigentlich was Ähnliches berichten. So. Und eigentlich alle kleinen Festivals funktionieren so, dass es, da geht es ja nicht darum, dass du jetzt plötzlich dann jedes Jahr noch 200 Leute mehr hast oder sowas, sondern du willst eigentlich nur sich mit schönen Leuten, mit angenehmen Leuten ein Wochenende treffen und dein Ding so ein bisschen machen. Genau. Und das gibt es halt überall in allen möglichen Szenen und Kulturen so. Und das ist eigentlich so auch der Punkt, wo sich Leute treffen, labern, irgendwas Neues ausmachen so. Es entstehen Bandprojekte. Und man kann bei dir vielleicht bei Flower Violence in Records ins Label mit reinkommen oder sowas. Ja, eventuell. Ja, wobei das ist wirklich inzwischen sehr, sehr, sehr sparflammenmäßig ist. Mache ich wirklich nur noch Sachen, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Meistens sind es auch Sachen, wo ich irgendwie beteiligt bin. Irgendwie ein Split oder irgendwas in der Art. Wir hatten es vorhin ganz kurz drüber, also Platten rauszubringen in der heutigen Zeit ist wirklich eigentlich nur noch ein teures Hobby. Also ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil Geld kommt dann nicht mit rum. Also jeder ist froh, wenn er das Geld, was er reinsteckt, wieder rauskriegt. Ja. Genau, und wenn man die Platten dann auch wirklich verkauft. So. Genau. Ja, also. Guter Punkt, du bist bei Fischkopf am Start. Ja, ich bin Plattenladen hier in Hamburg, ne? Genau, hier in Hamburg ein selbstverwalteter Plattenladen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich da. Ja. Das heißt, ja. Wo ist der Laden? Der Laden ist im Karolinenviertel. Ja. Das ist zwischen der Messe und dem Schanzenviertel. Ja. Und
Ja, uns gibt es schon seit über 15 Jahren. Unser Hauptaugenmerk ist auf Punk, Hardcore, Metal. Ja. Und ihr macht da quasi, also jeder, der das ist, es wie eine selbstverwalteten Bar. Man macht halt Thekendienst und Verkaufsdienst macht man ehrenamtlich. Und genau, also wir haben eine Crew von ungefähr 15 Leuten, ja. Mal mehr, mal weniger. Jeder kommt vorbei, trägt sich ein für eine Schicht und reißt dann die Schicht und dadurch läuft der Laden. Ne? Also wir sind natürlich darauf angewiesen, dass die Leute auch Bock drauf haben, ja. Und dass die Leute auch Zeit haben. Aber wir sagen auch, wenn wir jetzt einen Tag mal nicht voll kriegen mit den Schichten, dann ist der Laden halt zu. Mhm. Also genau. Und die Einkünfte decken dann die Miete oder so? Genau, oder? Die Einkünfte decken die Miete und ja. Neuanschaffungen von Platten. Aber genau, ja. Ja, geil. Ich war so. Da auch noch gar nicht drin, muss ich sagen. So. Auf jeden Fall, komm mal vorbei, ja. Guck dir das an. Macht ihr gerade auch während Corona noch? Also hier, weil andere machen ja Click and Collect, aber ich weiß nicht, wie das bei so einem ehrenamtlich geführten Schuppen dann ist. So, oder? Ja, das ist bei uns relativ schwierig, da wir keine Internetpräsenz haben. Ja. Das macht das halt ziemlich schwierig. Ne? Ja. Normalerweise müssen die Kunden ankommen und schon genau wissen, was sie haben wollen. Ja. Aber ein Plattenladen ist ja da, um zu stöbern. Ja. Das heißt, das macht das dann ja schwierig. Genau. Aber kommt ihr dann trotzdem noch mit der Miete um die Runde so gerade? Ja, zum Moment kommen wir über die Runden. Okay, cool. Genau. Ja. Wir hoffen aber, dass es auch bald mal wieder losgehen kann und dass wir irgendwie mal wieder aufmachen können. Ja. So. Also ja, wie überall. Ne? Also genau, das ist auch ganz wichtig. Der Plattenladen ist auch oft ein Anlaufpunkt für viele Leute, ja. Die dann da vorbeikommen. Bands, die auf Tour sind, kommen oft nachmittags vorbei, ja. Lassen dann auch Platten da. Und das ja gut, wenn man mal 15 Jahre arbeitet, hat man schon auch da auf jeden Fall ein Netzwerk, wo Leute kommen, gehen, ja. Zeit vorbeibringen und so weiter. Ja. Fischkopf, auf jeden Fall auschecken, würde ich sagen, auch ein wichtiger. Je mehr man da auch drüber nachdenkt, so viele kleine wichtige Orte, die es so gibt irgendwie so. Eine andere Sache, die mir auch noch in den Kopf kam, so Dreschfest ist in Moorburg auch dort. Und das ist, da gibt es auch Proberäume unter einer Kita, in der auch ihr probt mit We Sleep. Ja, genau. Und da proben noch mehr Bands. Ja. Das ist, wie läuft das dort? Das ist eine Schule, Kita? Also es war, das ganze Gelände war mal eine Schule. Ja. Irgendwann wurde ein Teil davon, ging an eine Kita. Das ist praktisch so ein eigener Gebäudekomplex. Dann irgendwann lief die Grundschule lief aus und irgendwie wusste keiner, was mit diesem Gebäude passiert. Und Moorburg ist ja schon so ein bisschen auch alternativ von vielen Bewohnern. Und irgendwann haben die halt gesagt, naja, dann bewirtschaften wir das Teil einfach selbst und haben einen Kulturverein gegründet. Okay. Und haben dadurch im Prinzip recht vergünstigten Mietvertrag mit der Stadt gekriegt, oder beziehungsweise die Saga verwaltet das. Und sind halt da drin und vermieten dann im Prinzip wieder Proberäume, Ateliers. Dann haben sie diesen Veranstaltungsraum, diese umgebaute Pausenhalle. Ich glaube, inzwischen gibt es 3 oder 4 Proberäume da. Wir proben halt auch da, oder ich probe mit allen meinen Bands da. Ja. Was halt super ist, gibt aber auch viele Künstlerateliers, eine Siebdruckwerkstatt. So ein Yoga- und Bewegungsraum, also schon diese ganzen eher coolen alternativen Angebote werden da versucht zu machen. Aber auch vom Grund auf eigentlich DIY aus dem Boden gestampft. Ja, total. So. Ja. Total, ne? Ein selbstverwalteter Verein einfach. Ja. Kann jeder Mitglied werden und die Miete ist okay. Hamburg Proberaummiete ist ja utopisch eigentlich. Ja. Ja. Vor allem, wo sind Proberäume, ne? Ja. Ich mein. Eben, also es gibt ja kaum Proberäume. Ja. Also probt ihr? Wir haben im Moment das Glück, selber einen Proberaum zu haben, ja. Bei uns im Haus auch. Ja. Und das ist ein ziemlicher Luxus, aber davor sind wir auch aus 2 Proberäumen rausgeflogen. Wegen Lärm, genau, ja, tatsächlich. Also, ja, super. Genau, davor waren wir auf St. Pauli in einem Bunker. Ja. Da wurde in dem Bunker? In dem, im Otzenbunker. Ja, genau, ja. Genau, da wurde ein Wohnhaus nebenan gebaut, direkt an den Bunker ran. Und dann hat es natürlich Lärmbeschwerden gehagelt. Ja, klar. So. Ja, Lärmbeschwerden kennen wir auch. Ja. Ich würde auch sagen, es ist ein guter Punkt, um einfach mal zu sagen, gut mal selber, Bissspuren 2007 in Rostock, aufs Maul. Viel Spaß. We'll be right back.
Baum, zurück im Radargespräch. Wir hatten gerade Who's My Savior aus dem Archiv. Hier sitzen immer noch Ralf von We Sleep und Mo von AFK. AFK, ihr spielt nachher noch. Ja. Die Idee ist vielleicht auch ein Live-Tape aufzunehmen, das irgendwie rausgeballert wird heute oder so? Genau, wir waren letzte Woche oder vor zwei Wochen waren wir im Studio, ja. Haben dann mit unserem Label gesprochen und er meinte, dass das total lange dauern wird, bis die Platte an den Start kommt, da ganz viele große Künstler in der Corona-Zeit alles nachpressen. Ah, also es gibt kein Plastik mehr für... Genau, es wird total schwierig, als kleine Band Platten rauszubringen. Okay. Und ja, jetzt war die Überlegung, den Anlass heute mal zu nutzen, das aufzunehmen und als Tape-Edition rauszugeben. Okay, Tape-Kassette quasi. Genau, als Kassette. Ja, cool, da mal schauen wir mal, was nachher bei rumkommt irgendwie so. Auf also jeden Fall. Ist alles vorbereitet, ihr wart gestern schon zum Soundcheck da. Genau. So. Könnte ja eigentlich auch hinhauen. So. Ja, ich denke auch. Ist das dann so ein Vordings zum Album, was dann kommt? Ja, es ist quasi so eine Überleitung. Wir spielen zwei, drei neue Songs, ja. Und aber auch alte Songs. Und ja, genau. Okay, schauen wir mal so, ja. Was dann auch kommt. Ralf, du meintest bei Flower Violence, es ist jetzt runtergefahren. Das heißt, du hattest es aber mal auf einem anderen Volume am Start irgendwie, oder? Ja, ich hatte generell mal ein höheres Volume mit Sachen, die ich gemacht habe. Ja. Also, so Ende der 90er habe ich unheimlich viele Platten rausgebracht, habe unheimlich viele Konzerte gespielt, ich habe Touren gebucht, unheimlich viele Bands gefahren. Und beim Plattenmachen ist es ja so, wenn du Platten tauschst mit anderen Labels und dann praktisch deinen Bauchladen mit dir rumschleppst, weil du viel tourst, dann ist das finanziell auch so ein bisschen okay. Das war halt damals im Prinzip das System. Ne? Man macht Platten, man tauscht mit vielen, hat im Prinzip ganz, ganz viele Platten dabei, fährt viele Bands oder ist selbst viel unterwegs und verkauft dann auf Konzerten seine Platten wieder. Und wenn man das halt nicht mehr macht, dann kriegt man auch eigentlich seinen eigenen Kram auch nicht mehr los, weil die großen, also es gibt wenig Plattenläden, die so Hardcore-Punk-Sachen einkaufen. Ja. Und Fischkopf ist einer der wenigen. Ja. Und geht das in anderen Plattenläden gar nicht so mit rein? Also so kaum. Also schwierig, glaube ich. Ne? Also es ist schon ein sehr spezielles Publikum, das die Art von Musik hört. Ja. Und dementsprechend gibt es in Hamburg zwei oder drei Läden, die sowas überhaupt anbieten. Mhm. Im größeren Stile, sage ich mal. Ja. Und ja, also das macht das, glaube ich, auch relativ schwierig für kleinere oder für Labels allgemein, die so eine Art von Musik rausbringen, das dann auch an den Mann zu kriegen, ja. ohne jetzt einen riesen Online-Shop zu betreiben. Ist das auch, liegt das mit an der, also es ist ja schon echt eine krasse DIY-Culture, also wo es wirklich darum geht, dass, also die Bands, du machst das ja am Anfang jetzt nicht, um irgendwie sofort Kohle zu verdienen. Und auch die Idee, dass du dann bei einem Label landest, das sich dann durchfinanziert, die hast du auch vielleicht, wenn du 13 bist oder sowas, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Also das bleibt ja einfach eine Sache, wo du entweder selber Energie reinpumpst. Also ich glaub, grundsätzlich kann man sagen, dass man mit der Musik, die wir machen, kein Geld verdienen will. So. Also das will ich auch irgendwo gar nicht. Genau. Das muss Spaß machen. Ja. Und genau, das muss irgendwie auch auf Augenhöhe mit dem Publikum sein. Ja. So. Also ich schaue mir selber gerne Konzerte für 5 Euro an oder so und freue mich da auch drüber. Oder auch Konzerte für Spende und dann gebe ich da auch gerne was dazu, um die Leute zu supporten und um das Ding einfach weiter zu fördern. Wie ist das eigentlich so? Man kommt zu der Art von Mucke, die jetzt ihr so macht. Wie ist das passiert? Dass man, was ist das Erste, was man hört und wann landet man dann bei Fastcore oder bei Power Violence und findet dann so, okay, das ist mein Strahl, dann fahre ich drauf ab. Das mache ich jetzt einfach oder so? Ja, wo fängt man da an? Also ich habe angefangen mit 13 Deutschpunk zu hören. Ja. Und dann kommt eins zum anderen und dann hört man auch die ganzen alten Kamellen wie Dead Kennedys und Sex Pistols und Clash und alles Mögliche. Und dann bei mir wurde das so, oder war das so, dass die Musik immer härter wurde. Ja. Und genau, als ich das erste Mal Doom gehört habe, zum Beispiel, ist mir der Kopf geplatzt. Also, genau, und dann weiß man eigentlich genau, wo man hin will. So. Ja. Ja, meistens sind es Zufälle. Ja, also ich komme eher so aus dieser Metal- oder eher auch so New Wave-Zeit, ja. So als Jugendlicher. Und
dann auch irgendwann immer, man lernt halt Leute kennen, die Bands kennen, die nehmen, damals gab es, hat man noch Tapes sich gegenseitig aufgenommen und so, hier, ich habe eine neue Platte, ich nehme dir die auf. Ja. Und dann stolpert man über Bands und denkt, boah, das ist krass, das ist gut. Und ja, fängt dann halt an zu gucken, was ist auf diesem Label noch rausgekommen. Und irgendwann stolperst du im Prinzip auf die nächste Band und ja, Doom ist ein Meilenstein. Ja. Bei mir war es dann irgendwann Disrupt oder Cavalry's Casualties. Ja. Oder das erstmal Cavalry's Casualties gehört, da war für mich klar, boah, das will ich machen. Ja. Da will ich hin, das ist genau mein Ding. Und, und dann sucht man sich immer mehr Bands und irgendwann hat man so eine Phase, wo man gefühlt nur noch das hört. Ja. Mit dem Alter hört das dann wieder ein bisschen auf, dann muss man wieder so sich selber so ein bisschen mischen. Und ich habe momentan jetzt wieder viel New Wave Sachen, so ganz alte von damals. Aber irgendwann kommt, ich glaube, bei jedem kommt irgendwann mal eine Band um die Ecke und sagt, boah, das ist so geil, das will ich eigentlich irgendwann mal machen. Okay. Ja. Und bei mir eine Waffe. Genau, so, naja, ich hoffe halt irgendein billiges Schlagzeug und setze mich ran und merke, das klingt aber ganz anders. Ja. Irgendwie kann ich das ja gar nicht. Und dann wurschtelt man sich so vor. Und ich glaube, irgendwann, ich glaube, ich könnte heute nichts mehr anderes spielen. Ich kann nur das. Also, ich weiß gar nicht, wie das andere geht. Und irgendwann legt man sich, glaube ich, auch so unbewusst fest. Ja, also kein Stadionrock ist raus, oder wie? Ja, also es macht ja auch keinen Spaß, wie er gerade eben gesagt hat, kleine Konzerte machen Spaß. Also ich liebe es, in Kellern zu spielen, wo vielleicht nur 20 Leute reinpassen und es ist keine Bühne da und die Leute stehen direkt face-to-face zu einem. Ja. Das macht mehr Spaß, als auf irgendeiner Bühne zu stehen und da unten stehen es 200 Leute bei irgendeinem Festival. Ja. Ja, es ist cool, ein Festival zu spielen, aber eher wegen der Community. Ja. Nee, meistens gar nicht wegen der Show. Die geilen kleinen Shows, das ist das, was Spaß macht. Ja. Und auf das freut man sich auf einer Tour. So an die erinnert man sich auch nach der Tour. Ja, das war so, ja. Das sind so diese Kleinigkeiten, diese Highlights, und wo man einfach ganz nah mit dem Publikum ist. Das ist super. Okay. Glaubt ihr beide vielleicht so, ich weiß nicht, kommt das wieder? Dass kommt das möglich wieder? Ist? Also ich meine, dass du wirklich in den Keller, in irgendein versifftes Loch runtersteigst, irgendwie so, kleine Stage aufreißt, 20, 30 Leute. Also jetzt im Winter war das ja unvorstellbar, mit schwitzenden Körpern irgendwie vor der Bühne rumzuhängen. Ja. Also ich hoffe, dass es wieder so wird. Ja. Ich sehe mich danach. Ja, ich auch. Ja. Genau. Also glauben ist, glaube ich, falsch. Ja. Aber der Wunsch, ich will, dass es wieder so wird. Ja. Genau. Ja. Genau. Oder zumindest nah dran. Ich glaube, wir müssen, glaube ich, relativ lange mit dieser Maske noch leben und so weiter. Auf jeden, ja. Aber ich glaube einfach, dieses Ding überhaupt mal wieder das Gefühl zu haben, also halt hierher zu fahren mit einem Bulli, wo Equipment drin ist, das war ja schon ein Highlight. Das war schon geil. Das hier aufzubauen, das fühlt sich fast an wie ein Konzert, auch wenn man wusste, da kommt später kein Publikum. Ja. Aber klar ist das deswegen macht man Musik. Ja. Deswegen setze ich mich im Proberaum, deswegen proben wir, deswegen nehmen wir Platten auf. Ja. Nicht um Kohle damit zu machen und nicht um zu hoffen, wir verkaufen davon 2.000, 3.000 Stück. Dann heutzutage redet man bei Vinyl maximal irgendwie von 300. Das ist eher so im Arsch, genau. Also es ist, wie gesagt, es ist, wenn man es als ein Hobby begreift, dann stresst man sich mit sowas halt auch gar nicht. Ja, das ist wirklich ein reines Ausleben, Spaß haben. Dann ist es auch egal, ob alles immer wunderbar funktioniert, sondern es geht eigentlich um dieses Zusammensein, Musik machen, auf die man Bock hat. Ja. Wie du vorhin mit eurem Namen gesagt hast, zwischendurch einfach auch mal die Wut rauslassen. Also ich sehe es halt auch als Ausgleich, diesen ganzen gesellschaftlichen Leben, was einfach, je älter man wird, umso komplizierter auch ein bisschen wird, finde ich. Es ist total geil, einfach zwischendurch einmal Proberaum zu gehen, Tür zuzumachen und sagen, eure Welt da draußen interessiert mich jetzt nicht, ich habe jetzt irgendwie mal für 2 Stunden meine Welt. Und das ist, deswegen machen wir, glaube ich, solche Musik. Nicht, weil wir glauben, wir können damit irgendwie groß was reißen. Ich glaube, das Thema Weltrevolution hat man auch dann so ein bisschen irgendwann abgehakt. Ja, das wird ist eine schwierige Nummer mit der Weltrevolution. Ja, auf jeden Fall. Es braucht ein paar Leute, die da richtig Bock haben sollen. Ja. Von daher, es ist wirklich eher so eine Art Selbstverwirklichung, Selbstbefriedigung, was auch immer. Es macht einfach, es gibt einem unheimlich viel. Ja. Wir schauen noch einmal ins Archiv rein. Wojciech war 2009 in Rostock an Bord. Und die semmeln auch noch einen raus, würde ich sagen. Viel Spaß mit Wojciech.
Das war Wojciech. Und wir sind noch hier. Die letzte kleine Runde, wo wir über ein paar Sachen noch reden wollen. Und dann gibt es nochmal Fett aus dem Archiv. Und dann spielt auch schon AFK. Ja. Und nimmt ein Live-Tape auf. Apropos aufnehmen, Studio. Ihr wart im Studio vor kurzem? Genau, wir waren vor kurzem im Studio, vor 2 Wochen. Es war natürlich unter Corona-Bedingungen relativ schwierig aufzunehmen. Wie ging das so? Ich meine, musstet ihr... Also wir haben uns testen lassen davor. Ja. Unser Produzent oder unser Soundmensch hat sich auch testen lassen. Und trotzdem haben wir aber auch mit Maske dann teilweise gespielt. Ja. Und ja, das macht das relativ schwierig. So. Das ist auch... Bisschen unentspannt. Ja. Aber es hat funktioniert und ich glaube, das Ergebnis war auch okay. Okay. Ja. Du, Ralf, du meintest, bei euch hat es mit dem Studio nicht geklappt, genau, nee, wegen Corona? Oder? Ja, genau. Also ja. Wir hatten letzten Sommer, als es dann ja so ein bisschen entspannter wurde, keine Ahnung, haben wir uns jede Woche getroffen und wir hatten das Gefühl, boah, wenn wir so weitermachen, können wir 5 LPs aufnehmen bald. Ja. Weil einfach die Ideen gesprudelt haben, alle hatten Bock, alle hatten Zeit und hatten dann für November Termin. Und dann kamen ja so die ersten Einschränkungen, die ersten Verordnungen wieder. Ja. Und dann war erstmal vorbei mit Studio. Das war großer Frust. Also dieses, man hat gerade, man sprudelt vor Ideen, man hat, weiß genau, was man damit machen will. Ja. Und jetzt so nah, so kurz danach hat man selten aufgenommen. Meistens dauert das ja immer so eine Zeit lang, wo man fast die Lieder schon selber nicht mehr hören kann, bis man sie dann wirklich aufnimmt. Und das war so ein geiles Ding. Wir haben sie vor 4 Monaten gemacht und kamen jetzt schon die Chance, sie aufzunehmen, weil wir so viel gemacht haben. Und dann peng, eine Woche vorher, ja nee, können wir nicht machen wegen Corona-Bestimmungen. Das ist, ja, das war mega frustig und jetzt im Prinzip immer noch kein Land in Sicht. Ja. So, ja, wir könnten jetzt im Prinzip wahrscheinlich auch mit Testungen, damals gab es ja noch keine Tests und nichts. Könnten wir damals wahrscheinlich. Ja, das ist schwarz-weiß, war das auch so. Aber trotzdem jetzt irgendwie noch kein Land in sich zu sagen, oh ja, lass mal geil ins Studio gehen, weil ja, es ist zwar Studio, man hat danach ein Produkt, aber es ist halt es ist schon, mit Konzerten ist schon ein bisschen ist, was anderes, genau. Ja. Das Feeling ist ja also, weg. Ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, es war nicht komplett weg, ne? Genau, wir waren dann, als wir dann wirklich aufgenommen haben in dem Aufnahmeraum, waren wir dann ohne Maske, so, weil sonst geht das auch gar nicht, ne? Also wenn man die ganze Zeit da mit Maske steht und ja. Bei mir beschlägt zum Beispiel die Brille, dann sehe ich nicht mehr, wo ich greife. Ja, so, ja. Ne? Also das, genau, also es macht das halt total schwierig. So. Ja. Ja. Aber geil, dass es bei euch geklappt hat. Ja. Ich meine, vielleicht findet ihr auch noch einen Slot irgendwie so oder eine Möglichkeit. Klar, also ich denke, jetzt hoffen wir, dass wir vielleicht im Sommer wieder mehr proben können. Ja. Jetzt machen wir gleich noch ein bisschen mehr und nehmen dann ein bisschen mehr auf. Ja. Und ich glaube, diese Sachen werden auch früher wieder kommen als Konzerte mit Publikum, glaube ich. Ja. Aber das Problem mit den Pressen ist auch ein großes Thema einfach gerade. Genau. Ja. Alle Presswerke sind völlig busy. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die Großen quasi, die pressen das Plastik weg irgendwie so und die Kleinen... Generell, es gibt ja so einen Vinylboom wieder. Seit drei Jahren gibt es ja diesen Vinylboom und plötzlich gibt es wieder Beatles und was auch immer, geht es plötzlich wieder auf Vinyl. Was vor Back on Black, 180 Gramm und so. Ja, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und so ein Presswerk, klar, die machen natürlich irgendwie, keine Ahnung, für irgendeine Sony Music irgendwie 5.000 lieber als irgendwie 300 für uns. Ja. Dementsprechend steht man immer so ein bisschen hinten an. Und das dauert halt wirklich momentan. Was ich mich auch noch frage, irgendwie so, ich meine, Platte ist ja ein analoges Produkt irgendwie so, aber es schieben ja auch ganz viele Bands irgendwie halt einfach ihre digital aufgenommenen Sachen drauf. So, nehmt ihr digital oder analog auf oder wie? Digital. Ja. Digital. Also ich glaube, es gibt so gut wie keine Band mehr, die wirklich analog aufnimmt, außer sich jetzt ein Kasi hinzustellen und auf Play zu drücken. Ja, genau. So, aber ja. Ja. Nee, klar, das sind heutzutage alles mit digital, mit Computer. Ja, klar. Wo sonst? Es ist ein anderes Aufnehmen als noch vor 20, 30 Jahren, finde ich schon. Ja. Ja, man kann mehr machen. Ich habe das Gefühl, man hat mehr Optionen. Ja, das sind Millionen Presets an irgendwelchen. Ja, und man kann irgendwie plötzlich Sachen zusammenschneiden, was wir irgendwie, keine Ahnung, meine erste Platte, die ich aufgenommen habe, wenn der Take nicht gepasst hat, Pech gehabt, da war nichts mit zusammenkleben. Ja. Entweder hat es gepasst oder nicht. Das sind schon Sachen, die verändern sich gerade ganz arg. Was ja auch okay ist. Ja. Trotzdem glaube ich, macht es super Spaß, am Ende was in der Hand zu haben,
was man eingespielt hat, was wir eingespielt haben. Und das ist eine andere Sache als im Proberaum irgendwie mit dem MP3-Player irgendwas mitzuschneiden. Ich hoffe, dass wir das irgendwie dieses Jahr noch hinkriegen. Ja. Das wäre schön. Dieses Jahr, nächstes Jahr Trashfest? Ja. Gibt es vielleicht? Also ich meine, wir planen es. Du hast Bock oder so? Ja, oder Bock haben wir auf alle Fälle. Ja. Wir haben es geplant. Wäre es dieses Jahr gewesen, hatte ich schon überlegt, dann mache ich es vielleicht 3 Tage, um so ein bisschen aufzuholen. Aber ich das nächstes Jahr 4 Tage mache, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber ja, wenn möglich, also wenn es möglich ist, auch so, dass es Spaß macht. Ne? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, es irgendwie im Freien zu machen mit Hula-Hoop-Reifen auf dem Boden und da darf nur jeder stehen. Ich glaube, das funktioniert bei der Mucke auch nicht. Das macht keinen Spaß. Ein bestuhltes Ballerkonzert. Bestuhltes Grindcore-Konzert wäre vielleicht mal noch eine schräge Nummer zu als Spaß. Kann man vielleicht irgendwann mal als Gag machen, aber ich glaube nicht an so einem Festival, wo da irgendwie 20 Bands spielen sollen. Ja. Ich glaube, wenn es von der Stimmung und von den Auflagen so ist, dass man auch Spaß dabei haben kann, dann findet das auf alle Fälle statt. Ja. Wenn wir noch ein Jahr warten müssen, glaube ich, warten wir auch noch ein Jahr. Ja. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, das wäre mir super wichtig, das mindestens einmal noch gemacht zu haben. Ja. Dieses irgendwie so ausschleichen, weil es halt irgendwie mal nicht ging, ich glaube, das wäre ganz, ganz schrecklich. Wir warten auch drauf. Ich meine, diese Streaming-Nummer ist es schon cool und okay, vor allem es passiert was. Ja. Ist auch immer mega Aufwand mit der Testerei und mit allem gucken, dass das sauber läuft mit Abständen so. Bisher haben wir das gut hinbekommen, so, aber eigentlich will man wieder aufmachen, live machen, Leute reinholen und so weiter natürlich. Und so fort. Dass jeder leidet, jede Person leidet hier und die Leute draußen auch, die eigentlich gerne auf Konzerte gehen. Deswegen ist das auch, das ist eine Überbrückungsnummer hier, irgendwann hoffentlich ohne Internet und offline. Und auch, keine Ahnung, dass auch Fischkopf halt wieder aufmachen kann. Ja, ne? Natürlich. So, und Leute wieder nach Platte suchen können und so weiter. Aber an euch natürlich auch ein fettes Dankeschön, dass wir hier sein können. Klar, gerne. Dass wir spielen können. Ja. Das ist bei uns auch seit 1,5 Jahren endlich mal wieder, dass wir irgendwie spielen. Und ja, Herr Pfand. Haben wir beide hier noch eine Idee? Wenn es irgendwann Publikum gibt, sollten wir das nochmal wiederholen. Ja. Dann ohne Livestream vielleicht? Genau, dann ohne Kameras. Ja. Dann ohne Kameras auf der Bühne schon, wie sonst auch. Aber das wäre, glaube ich, nochmal eine geile Nummer, zu sagen, okay, jetzt mit Publikum. Ja, Luke Zubar auf und los geht's. Genau. Ja, das wäre eine geile Sache, glaube ich. Letztlich warten alle gerade drauf. Das ist irgendwann der Moment kommt, was heißt wieder, okay, probiert nochmal Konzerte. Egal wie, ob mit Test vorher oder was auch immer. Ich glaube, da gibt es 1000 Ideen zu. Lassen wir uns überraschen. Aber ich glaube, dass das jede Band, jeder Veranstalter, egal wer damit irgendwie auch nur im Ansatzweise damit zu tun hat, wartet sowieso. Und jeder Konsument, sage ich jetzt mal, jeder, der auf Konzerte geht, wartet ja schon dreimal. Ja. Weil keiner will mehr ständig zu Hause sitzen. Ich hoffe, das wird irgendwie so. Hey Mo, vielen Dank für deine Gedanken für Fischkopf und AFK-Gedöns, auch von dir, Ralf. Schön, dass ihr da seid. Wir schieben jetzt eine ganze Palette Archiv durch, machen die Bühne fresh für AFK und dann ist auch die Sache hier schon wieder gelaufen. Jetzt hören wir gerade noch Suffering Mind aus Polen, Fact Effects aus Kanada und Bad Luck Rides on Wheels aus Rostock, glaube ich. Auch. Genau. Das ist eine ganze Palette Archiv, die jetzt hier noch durchgeschoben kommt. Üblich noch das Gastgeschenk. Ja, genau. Ihr trinkt gerade schon eins. Ein wunderschönes Stubnitz, ein schlankes Stubnitz. Vielen Dank. Danke fürs Bier, danke für alles. Ja. Genau. Und dann viel Spaß noch bei der Sendung, beim Ausschnitt, was auch immer. Macht's gut. Bis nachher. We'll be right back.
Yeah.
Meine Fresse, Stefan, ey, was geht denn hier ab? Flexe, lauter, was? Geiler Scheiß, ab, ja. Ey. Schön, ne? Ja, ich bin tierisch happy, ey. Ja? Guter Plattenfrost, da hat mir echt imponiert, ey. Stabile Kombos hier am Start, ey. Gute Interviews, eins nach dem anderen, läuft, ey. Das sind ja schon, ja, das ist ja die Musiksendung, ne? Ja, ich merk's, ey. Ich bin richtig aufgeregt, ey. Geil. Ja, ja, das ist schön. Cooler Scheiß, ey. Ja, finde ich auch. Ja, wer hier schon was verpasst hat oder gar nicht da ist und später nachgucken will, der kann auf YouTube irgendwie mal vorbei switchern, MS Stupnitz 701. Wenn man das hinten nach dem Slash reingibt, ist man bei uns und da gibt es alles, was vorher gab. Heute ist Grindcore, Power Balance, es gab schon Indie-Pop, keine Ahnung, alles Mögliche so. Wir sind jetzt Folge 24, wir machen demnächst noch 25, 26, das wird im Mai sein. Schaut mal gerne vorbei, da gibt es ganz andere Nummern so. Was gibt es eigentlich noch? Ich hätte noch eine Frage, Stefan. Bitte, Plexe. Wer fährt denn jetzt mit mir ins Phantasialand?
Oh, hat sich da jemand gemeldet? Da müssen wir mal in die Redaktion schalten, aber da haben wir keine Schaltung. Ja. Stimmt. Es gab keine richtige Antwort, höre ich ja, gerade. Genau. Ja. Ja, schade. Dann müssen wir beide einfach fahren. Ja. Ja. Wird bestimmt witzig. Vielen Dank. Also wir zwei fahren ins Phantasialand nach Corona. Wir schicken euch Urlaubsfotos. Währenddessen oder so. Wenn man Test macht. Testen, testen, testen. Ne? Ja. Die testen auch gleich da oben. Was bleibt noch zu sagen? Vielen Dank an die ganzen Leute, die das hier möglich machen. Wir eigentlich auch aus DIY, aus dem Boden gestampft, irgendwann eine Förderung gekommen. Deswegen gibt es uns noch. Hier arbeiten echt viele Leute an Kamera, die Bands werden versorgt. Alles ist so unter Corona-Hygienebedingungen, wie man das so schön sagt, dass das hier so läuft. Ja, tausend Dank an alle. Und auf jeden Fall. Eigentlich bleibt es cool, nur noch zu sagen, wir sind wieder da am 6. Mai und am 22. Mai. Ja. Und jetzt ist dann? Auf jeden Fall. Was kann ich den Leuten zu Hause an den Geräten empfehlen? Bier aufmachen, Aquakill reinziehen und morgen nicht zur Arbeit gehen. Ja. Schönen Abend noch. Viel Spaß.
Danke. Danke an die Crew. Danke, Stubnitz. Ey, Blacke Plexe. Komm gut in deinen Geburtstag rein. Viva Köpi. Thank you.